Dreckskanal. Auf das Video habe ich sehr, sehr Bock, weil ich glaube, das ist extremst, extremst beschissen. Wir haben dem Temptation Idol-Star Calvin Klein 15 Frauen im Speed-Dating gegenübergestellt. Das ist Calvin vs. 15. Jo, was geht ab? Ich bin Calvin und wir spielen heute 15 vs. Calvin. Bro, diese Cap und dann aber trotzdem unter der Cap hochgestylte Haare ist schon mal wirklich sehr, sehr geil. Hi, ich bin Jana, ich bin 20. Junge, 5 Euro weg. Ja, Bro, du schreibst mir, ich schick dir ein Bild auf Instagram und du hast es nicht geschickt. Und dafür, dass ich das jetzt gezeigt habe, hast du 5 Euro bezahlt. Tops, mein Lieber. Das nennt sich Investment. Wahnsinn. Brutaler Typ, Digga. So investiert mein Geld. Und 013 mit den 5 gegifteten Subs. 013, so ein geiles Investment. Digga, 013, dieses Geld wirst du in Jahren multipliziert haben, weil du so gut investiert hast, Digga. Wirklich eine sehr, sehr weise Entscheidung, hier bei mir in die Community Cups rein zu investieren. Mein Lieber, vielen, vielen Dank dir für deinen Big Baba Support. Geht Kuss raus. All about Paul, danke dir für deinen 40. Monat, mein Lieber. Wir gehen rein in die Gaia-Reaction, let's go. 20 Jahre alt und vielleicht... Ich bin heute wirklich sehr gespannt, ohne da jetzt irgendwie selbst mit Eigeninteresse reinzugehen oder sowas in die Richtung, ob die Frauen heute wirklich sehr attraktiv sind. Ich freue mich drauf. Bist du meine nächste Temptation? Oh, krasser Spruch auf jeden Fall. Wie geht's dir, wo kommst du her? Ich komme aus Bochum, du? Aus Bochum, ich komme aus Aachen. Ist ja nicht weit weg. Nee, ist nicht weit weg, schöner Schmuck. Danke, deiner auch, ist auch Gold. Passt schon mal. Digga, die Leute bringt dich zurück. Dankeschön. Seit wann bist du Single? Seit 2 Jahren. Was, fließt du in Urlaub? Ja, das ist richtig, er ist aber auch im Angriff. Alles hungrig. Ich war schon im Urlaub. Wo? Dubai, Amsterdam und Ibiza. Okay, du bist weiter. Danke. Hallo. Hi. Ich bin Lina, ich bin 18 und ich spiele Minecraft. Was ist Mike? Ach, dieses Spiel. Ja. Bist du Gamerin? Ja, ich kann auch Fortnite tänzern. Wir machen mal. Gut. Holy shit, Digga! 013 mit dem Investment. Ich möchte euch ganz kurz aufzeigen, wie das Investment von 013 hier gerade stattfindet. 013, ein Zuschauer, der noch nicht lange am Start ist. Ich weiß es nicht, aber kam auf den Kanal frisch eingestiegen und zwar genau an diesem Punkt hier. Moment, ich muss es vergrößern. Hier haben wir 013. Ist hier eingestiegen und sein Investment ist bereits hier angelangt. Und es ist wirklich krass, wie der Graph sich in nächster Zeit entwickeln wird. Ihr müsst drauf schauen. Und Tops hat nochmal 5 Community Cups gegiftet mit dem absoluten krassen Investment von 5 Euro dafür, dass ich unser Bild im Stream gezeigt habe. Und nochmal 5 Subs für nichts. Danke dir, mein Lieber. Kuss geht raus, Digga. Und holy shit, Digga. Das Investment. Ich möchte mal kurz, um drauf einzugehen, was hier passiert. Hier ist Waves, okay? Der Typ hat angefangen, hier zu investieren. Das war schon vor einer ganzen Zeit lang. Und seine Investments, die gingen hier so. Und wenn ihr euch den Graphen anguckt, dann ist sein Investment mittlerweile hier. Und ich kann euch sagen, die Aktie wird noch durch die Decke gehen. Die Aktie wird noch durch die Decke gehen. Und Waves weiß das und deswegen investiert er klug. Ja. Danke euch, Jungs, für den Support. Kuss geht raus. Krass, Alter. Ja. Okay, und machst du so Twitch und so? Streaming? Oh, hab ich mal manchmal, aber mein PC ist so kacke. Du, ich hab leider gar nichts mit Gaming zu tun. Ja. Ich kann mich leider mit Gaming gar nicht identifizieren. Es tut mir leid. Aber ehrlich, hätte ich genauso gemacht. Ehrlich. Ich kann leider nicht zocken. Nur FIFA ein bisschen. Oh, ja. Six Preyamsa! Vielen Dank für deine 5 gegifteten Subs! Holy shit, Digga! Kuss! Ey, wieso kann ich den Namen nicht aussprechen? Vor allem, Six Preyamsa hat ja schon 74 Subs verschenkt. Den muss ich ja kennen, oder? Ich höre den Namen gerade zum ersten Mal. Kann doch nicht sein, oder? Kuss, Diggi! Ey, sorry, Digga. Ich hab's gerade nicht gepackt mit dem Vorlesen. Liest halt sonst nicht vor, Miet sind halt small, Digga. Ey, Bro, vielen Dank für diese Subgifts, Alter. Sehr korrekt von euch gerade. Ja, ist auch gut. Und GTA. Auch gut. Ja, sie will nicht gehen, sie will nicht gehen. Ja? Ja. Ja, vielleicht sieht man sich mal online. Oh nein, das ist so der Junge. Vielleicht sieht man sich mal online. Das ist das neue Zeichen für verpiss dich.
Wollt ihr auch mal bei einer Folge 15 Versus dabei sein? Egal ob männlich oder weiblich, bewerbt euch über den Link in der Videobeschreibung. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Hallo, ich bin Nadine, 24 Jahre alt und ich hab dir was mitgebracht. Was ist das denn? Eine Brille? Oh, eine Brille? Ich hätte dir auch eine rosa-rote mitbringen können, aber die brauchst du bei mir nicht. Ach geil, wo kommst du her? Nähe Köln. Nähe Köln? Und was sind deine Hobbys so? Was sind deine Hobbys? Unterschiedlich, Sport. Ihr Anmachspruch hat irgendwie nicht so gezündet, oder? Der ist bei niemandem dort angekommen. Zocken, Horror, Minecraft, also was. Also spielst du auch so viel Computerspiele? Ja, schon, mehr oder weniger. Ich habe gerade die Folge gegangen, deswegen rausgekickt. Machst du das dann nochmal? Wäre langweilig, oder? Oh, 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 oh! Wäre eigentlich ja, aber die Brille hat dich jetzt weitergebracht. Du bist weiter. Ja! Oh, oh. Hi. Hi. Ich schwöre, er ist ein richtiger Geier, ne? Er sieht so direkt so dieses Format. Ja, man muss irgendwie ein bisschen drumherum labern, aber ich werde mir hier auf jeden Fall die Geilen abgreifen. Und Six Spray am Gas. Ich habe mir einfach den Namen nicht merken können. Oh Mann. Ey, Sixpray AMCA oder Sixpray AMCA. Ich glaube, so spricht man dich aus. Danke, Bro, für die gegifteten Subs. Kuss geht raus, alter, brutaler Typ, wirklich. Wie jetzt, alles klar? Ja, bei dir? Ja, klar. Was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Junge, was ist hier los, Alter? Holy shit, Digga. Zero 13 mit den... Ja! Boah, warte. Zero 13 mit den 25 Gegifteten und Waves nochmal mit 10 gegifteten Subs, Digga. Boom! Boom! Ah. Warte, ich mach einen schön. Boah. Ah. Boah. Fuck! Puh. Ah! Ah, das war gerade sehr unangenehm. Vor allem merke ich, dass ich noch übertrieben nicht gesund bin. Nee, Mann, ich bin noch nicht gesund. Puh, das war gerade brutal anstrengend. King Leon und der Salzstreuer, Digga. Ganz, ganz üble Nummer, wie viele Subs hier gerade rausgezündet wurden, Digga. Und Sixpray AMCA, AMCA, ja genau, hat jetzt erst gesubbt. Danke für den Support dazu. Was für ein Support, Digga. Ich danke dir für den Support, mein Güster. Vielen Dank für die ganzen Gegifteten, Leute. Kuss, 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 Kuss. Okay, wir machen weiter. Wir gucken uns an, ob wir hier eine attraktive Dame haben. Die Syxiano schon wieder mit dem Abonnement. Leute, danke. Sexy auf jeden Fall. Danke. Können wir ja mal Döner essen gehen? Ja, gerne. Hättest du Bock? Ach, ja. Gut. Ja. Was sind deine... Das ist das Ausschlusskriterium. Das ist... Leute, das ist die Red Flag. Digga. Holy sh... What the hell? Alter. Deine Hobbys, was machst du so in deiner Freizeit? Partys. Partys? Partys? Ja. Partys. Ah, okay. Und kochen. Kochen? Ja. Kannst du gut kochen? Ja. Was denn so? Was kannst du am besten kochen? Keine Ahnung, was du willst. Adana Kebab. Tschüss. Ja, gut. Oh mein Gott. Ey, scheiße, Digga. Warte mal, ich muss es noch mal kurz hören. Ah. Kannst du gut kochen? Ja. Was denn so? Was kannst du am besten kochen? Keine Ahnung, was du willst. Adana Kebab. Tschüss. Ja, gut. Sorry, das ist echt ein bisschen assi, aber... Das schon echt hart. Egal, du bist trotzdem weiter. Ja, lass ja, mal drücken. Ja, natürlich. Geil. Geil. Hallo, ich bin Liv, ich bin 18 und wäre ich eine richtige Katze, würde ich alle meine neuen Leben mit dir verbringen. Boah, krasser Spruch auf jeden Fall. Ist das so ein kinky Outfit oder so? Nö, das ist ein ganz normales Outfit, so laufe ich auch rum. Ja, okay.
Und wie kommst du dazu? Also, aber du bist jetzt nicht irgendwie... Wie kommst du darauf? Alternativer Kleidungsstil. Ah, okay, verstehe, cool. Und wie alt bist du? 18 hast du gesagt, ja, ne? Genau. Du, leider 18, ich glaube, du bist dann, warte mal, 18. Er findet immer eine gute Ausrede, warum er sie nicht geil findet. 18, ja, passt nicht ganz. 33, wie viele Jahre älter? 13. 13 Jahre älter, leider zu jung, Schatz. Okay. Aber schön, dass du hier warst, ich danke dir. Er findet auch immer guten Grund, ja, zu sein. Hab ich doch gerade gesagt, Sebi, holy shit, Digga, ich kann die Reaction heute gar nicht normal machen, weil so viele Subgifts reinkommen. Six Brains, die aimen in 10 gegifteten Sets. Ey, Jungs, was bewegt euch an diesem extrem überhitzenden Montagabend dazu, mir so viele Subs zu giften? Woran liegt das? Stuhl auf dem Mischpult, ich schwör. Nudi mit dem Pinken. Warte, ganz kurz. Okay, guys, so I can finish the reaction. I gotta listen to the song real quick. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen weiter. Hallöchen. Hi. Ich bin Lina, 23, und ich habe tatsächlich eben mein neues Bett aufgebaut und das wäre bereit für einen Belastungstest. Hohoho. Also heißt Sex beim ersten Date kein Problem, oder was? Ja, beim ersten jetzt nicht unbedingt. Okay. Mein Lieber, Trask und unkreativ, uff, danke für die Abos. Zweiten können wir drüber reden. Und hast du irgendeinen Fetisch oder so? Da so rede ich jetzt mit dir hier nicht drüber. Oh, ja, das ist stark angefangen. Wie geht's am Stark an? Wie kommst du denn zu den kurzen Haaren? Mein Glätteisen ist kaputt gegangen und dann war ich sauer, dann bin ich zum Friseur und hab meine Haare auf 3 mm abrasiert. Auch mutig, stark. Krass, weil ich lieg vor, ich mag echt. Kurzhaare ist gar nicht mein optisches Gefallen, nee, mit Kurzhaare, nein. Deswegen tut es mir leid. Nächste Mal. Ja, aber sie hat auch richtig stark, sie hat so getan auf so sexy Girl, ja, und dann war sie immer super shiny dann auch. Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, das ist bisher von der männlichen Seite aus die ehrlichste Episode, die ich gesehen habe. Einfach, ihm gefällt's oder ihm gefällt's halt nicht und demnach wird auch einfach rausgewählt. Hi. Hi. Ich bin Angelina, 22 aus Köln und ich würde mich freuen, die neue Muse für die neuen Songs zu werden. Was ist eine Muse? Das ist eine Muse, habe ich mir gedacht. Was ist eine Muse? Das ist die Inspiration für die Songs. Ah, okay, kannst du Songs machen? Nein, aber du ja offensichtlich. Ja klar, aber finde ich cool, schon mal auf jeden Fall, dass du weißt, dass ich Mucke mache. Stehst du auf Romantik? Schon, ja. Was ist schöner, Sternenhimmel oder Sonnenuntergänge? Sonnenuntergänge. Falsche Antwort. Ich hätte jetzt gesagt, Sternenhimmel hätte ich... Ganz die frische Hausmusik im Background? Warte. Weitergelassen. Leider falsch. Alles ich gut. Bin ein Sternenhimmel-Fanatiker. Kein Ding. Alter Don Lyko mit dem Abonnement. Kuss geht raus. Hi, ich bin Kia, ich bin 21 und wir können gerne mal zusammen ins Gym und danach kannst du beim Cardio meine Beine zum Zittern bringen. Boah, ey krass, wo hast du, hast du den selber ausgedacht oder hast du den gegoogelt? Den habe ich mir selber ausgedacht. Krasser Spruch auf jeden Fall, den merke ich mir. Und was machst du sonst in deiner Freizeit so? Naja, hoffentlich wendet er den nicht an, ne? Ich bin gerne auf Autotreffen bei meinem Tätowierer. Was heißt Autotreffen? So Tuning-Treffen. GTI, geil! Würdest du gerne weiterkommen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Ja, komm, weiter. Ja. Ja, aber Leute, auch ehrlich, ich will da nicht so oberflächlich sein, aber es ist halt auch ein oberflächliches Format. Ehrlich, gar nicht mein Fall, Alter. Du, Digga, Leute, bitte chillt doch mal mit den Gift-Subs. Junge, wie viele Subs wollt ihr mir noch giften? Hallo, Waxia LM mit den 5 gegifteten Subs. Waxia, danke dir, mein Lieber, für den geilen Namen und für die geilen gegifteten Subs. Kuss geht raus, Digga. Und Flugpilz mit dem Abonnement, geht Kuss raus. Und Six Prey AMCA mit 1000 Bits, das ist das Investment. Alter, ich schwöre, ich bin ehrlich ins Schwitzen gekommen vom Subs vorlesen, Digga. Das gab's auch schon lange nicht mehr. Hi. Hi. Ich bin Caro und für dich kann ich auch ein Ass sein. Oh, Ass. Ah. Okay. Ein Ass? Ja. Oh, krass. Verstehe ich nicht, wer hat da gerade gesagt, verstehe ich nicht, welcher Trottel. Hi. Hi. Ich bin Caro und für dich kann ich auch ein Ass sein. Oh, Ass. Ah. Verstehe ich nicht. Was verstehe ich nicht? Wie verstehe ich nicht? Ein Ass? Ja. Oh krass.
Hat sich jetzt auch noch gereimt, ne? Wie sieht dein Traumurlaubsziel aus? Warm, Strand, gute Laune. Wo war dein letztes? Mallorca war ich auch. Am Ballermann? Nee, da nicht. Ach so, einfach chillen eher. Ja. Hä? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Leon King Leon verschenkt 5 Subs und 013 verschenkt auf ein E-Sub. Boom, Digga! Junge, Jungs, was ist gerade los mit euch? Ich glaube, euch ist die Hitze wirklich zu Kopf gestiegen. Oder was passiert hier gerade, Digga? Junge, 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 Junge. Hype Train Level 5. Junge, dieser Hype Train, Alter. Ey, Jungs, vielen, vielen Dank für den Big Baba Support. Ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ja, chill. Du bist ja so chillig und so am Start, ne? Mhm. Ja, weil es ist ja Speed Dating, wir haben ja nicht genug Zeit. Ich darf leider nur liebe 7 Leute weiterlassen, deswegen. Tut mir leid. Kein Problem. Aber du bist cool. Danke. Ja, wir sehen uns im Nether. Warte mal. Hey, wo? Wir sehen uns im Nether. Wo ist das denn? Minecraft, kennst du nicht. Also ich zocke ja gar nichts. Ja, deshalb. Ist aber cool. Ach so, ja, okay. Alles klar. Warum sind denn da so viele Gamer-Girls? Warum sind so viele Gamer-Girls da? Hi, ich bin Lauren. Ich bin 24 Jahre alt. Leute, ich... So. Und freue mich, dich kennenzulernen. Hi, geht's dir gut? Ja, und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Zockst du auch Minecraft? Das ist Teil dieses Formats. Früher, heute nicht mehr. Was zockst du heute? Gar nichts mehr. Ich guck nur noch deine Reviews von Temptation Island und alles. Ja, da bin ich so ein lieber Trash-Liebhaber geworden. Jetzt auf Trash umgestiegen, vom Gaming auf Trash. So ist es, ja. Besser ist das. Leider nein. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Aber danke schön für den Support und danke, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Wir haben ein Feldtreppen drauf gemacht. Ja. Willst du noch ein Foto machen? Wir haben ein Feldtreppen drauf gemacht. Hallo. Hi. Hi. Mein Name ist Sherry Ann. Mein Spitzname ist Sherry. Und wenn dein Leben eine Erfolgstorte ist, dann bin ich die Kirsche obendrauf. Boah. Ey, wo habt ihr alle die ganzen geilen Sprüche her? Wo kommst du her? Bielefeld. Bielefeld und du siehst ein bisschen orientalisch aus. Wo kommst du? Nee, ich bin nicht orientalisch. Komplett deutsch? Ich bin deutsch, ja. Nein, meine Mutter ist Philippinin. Philippinen, ja. Geil. Bist du auch manchmal da? War ich in der Vergangenheit oft, aber ja, jetzt habe ich andere Ziele. Ja. Ich wollte schon immer mal dahin, weißt du? Echt? Ja. Da kannst du mit mir hin. Ja, ehrlich? Ja, ja, dann lass mal hingehen. Du bist weiter. Ja, super. Ja, ich höre auch. Er hat auch so einen Typen, oder? Hi, was geht? Hi. Du kennst mich doch schon, nur ich muss doch nichts mehr von mir erzählen, oder? Genau. Oder? Ja, doch. Was willst du denn noch wissen? Welche schöne OP hast du schon? BWL, Nasen-OP. Ach, okay, krass. Wusstest du das nicht? Nee. Hm. Du kommst aus der Nähe aus Köln? Ja. Ja, ja, du bist ja eh weiter, ne? Aber ich wollte trotzdem mal ein bisschen mit dir quatschen. Was? Ja, der hat hier schon mal gebumst, ne? Ja, ich weiß, hast du mich ja schon zu dir nach Hause eingeladen. Zu mir nach Hause? Ja. Hab ich das? Ja, zweimal. Zum Whirlpool. Was? Ja? Ja. Wartest du noch? Ja, ich warte noch. Okay. Okay. Du bist raus. Okay. Nein, Spaß. Alter, das wäre aber King-Move jetzt gewesen. Alter, das wäre ehrlich ein brutaler Move gewesen, hätte er sich jetzt rausgewählt. Oh mein Gott, Digga. Das wäre zu krass gewesen, ehrlich. Holy shit, wäre das heftig gewesen. Ey, fürs Video hätte er mal wirklich machen müssen eigentlich, ne? Holy shit. Alter, Junge, Filet fischt mit den 5 gegifteten Subs. Was ist heute los, Jungs? Und Sixpray AMC schon wieder 500 Bits investiert, Digga. Natürlich ist es ein gutes Investment, Junge. Geht Kuss raus und Divigiano Shop in einem 41. Und, Junge. Oh nein, den Namen kann ich schon wieder nicht aussprechen. Chenaiki? Mein entire gutes da. Vielen, vielen Dank für die 5 gegifteten Subs und Waves mit 2440 Bits. Ey, Leute, ich kann hier keine normale Reaction drehen. Wir haben noch nicht mal ein Drittel des Videos vorbei und ich habe gefühlt schon 100 Subgifts vorgelesen, Digga. What the fuck, Alter? Was ist hier los? Nein, du bist weiter. Okay. Bist du nüchtern? Nee, du? Ja, immer. Bist du nüchtern? Nein! Geil, was war das gerade für ein Fieberton?
Hi, Kelvin. Hi. Ich heiße Astel und ich komme vom ADAC. Ich muss dich heute leider abschleppen. Bringst du auch voll rum. Geil, das ist auch auf jeden Fall. Und funktioniert auch? Wo kommst du her? Ich wohne in Köln-Mühlheim. Köln-Mühlheim? Hm? Ja, da kenne ich einige. Was machst du in deiner Freizeit? Sport. Kochen, Bier brauen. So. Bier brauen? Mhm. Wie Bier brauen? Ja, ja. Kannst du da rein? Leute, what's happening? Digga, XD Busen hat auch doch mal 1300 Bits gegiftet? Hä? Hey Leute, was ist los mit euch? Ich dachte, wir sind in der Wirtschaftskrise. Habt ihr denn nicht irgendwie was Sinnvolleres mit dem Geld vor? Zum Beispiel sowas wie Brot kaufen oder so? Junge, Junge, Junge. Alter, Tirolx. Nochmal mit 500 Bits, Alter. Ey, vielen Dank euch, Leute, wirklich. Eigenes Bier? Ja, ich kann mein eigenes Bier herstellen. Ach, krass, ja. Heftig. Mein Problem ist, ich kann leider nur... Ja, alles klar. Deswegen, das tut mir leid, aber richtig korrekt. Warte, was war die Ausrede? Ja, ich kann mein eigenes Bier herstellen. Ach, krass, ja. Heftig. Mein Problem ist, ich kann leider nur... Ja, alles klar. Deswegen, das tut mir leid, aber richtig korrekt. Bier brauchen. Schick mir mal eins zu, gern. Ey, Digga, diese Ausreden, da will man auch mal raus. Wir sind so geil. Ah, ich kann nur 7 weiterlassen. Ha, schade. Das mache ich gerne. Super. Hi, ich bin Luisa und bin 23 Jahre alt und du siehst aus wie ein Stier und das passt perfekt zu Steinbock. NPC Love. Er lacht hier einfach raus. Ich mach so. Also Steinbock von deinen Sternen. Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich nicht, aber ich kenne mich halt damit ein bisschen aus. Okay, und was, ich bin Fisch. Kannst du mir irgendwas über mich sagen? Also tatsächlich passt das so von deinem Äußerlichen gar nicht zu dir, weil die sehr schüchtern und eher in sich gekehrt sind. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube eh nicht an so einen Kram. Ja, ich auch nicht. Du kommst ja aus... Aus Hamburg. Aus Hamburg? So weit, bist du jetzt so weit weg? Nicht dafür, nein. Ach so, ja. Ich arbeite hier. Schade. Also arbeitest du hier? Ja. Als? Foyerleitung im Theater. Boah, dieses Degradierende. Nicht dafür. Finde ich, ist in so einem Gespräch einfach kacke, Digga. Nicht da, also, doch nicht dafür. Leute, ich arbeite hier. Also? Sich so um die Gäste kümmern, alles, was so nichts mit den Darstellern zu tun hat, sondern in den vorderen Bereich. Foyer heißt das. Genau. Welche ist deine beste Vorstellung? Ach so, das ist immer das gleiche aktuell, Moulin Rouge. Also, das kenn ich auch. Das ist so sehr mit sexy Klamotten da. Ja, das wäre was für ihn. Du bist weiter. Oh, okay. Ja, weil sie halt einfach nicht schlecht aussieht, ne? Okay, danke. Ich hab... Danke. Und sie hat es ja ausgelacht, verstehe ich nicht. Hey, was ist mit Revis Übergang? Okay, danke. Ich hab... Danke. Und sie hat es ja auch... Es ist an sich eine schöne Linie. Oder ist es beabsichtigt? Ausgelacht, verstehe ich nicht. Hi. Ja. Ich bin die Ilona, ich bin 33, wir kennen uns vom Party. Ich komme ziemlich am Ende, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Wir kennen uns vom Party? Natürlich. Wo haben wir uns zuletzt gesehen? In Diamonds. Ah, okay, ich bin immer relativ gut dabei auf den Partys, deswegen. Ich auch. Aber ich erinnere mich auch. Leute, was ist hier los? Ich bin mittlerweile wirklich fassungslos. Safe, du kannst voll gut tanzen, ne? Kann gut möglich sein. Kannst du auch twerken? Bestimmt. Hast du schon mal Reality-TV mitgemacht? So ein bisschen. Wo? Ich war bei Undressed, der erste Staffel. Das Date im Bett, nur ein bisschen angezogen. Ah, geil. Geil. Das guck ich mir auch auf RTL 2, du bist schon mal drin, oder? Ja, ja. Ja, cool. Da guck ich mir auf jeden Fall an. Ja, ich würde mal sagen, du musst weiter. Und danke. Die eine oder andere. Da war schon ein Vibe, oder? Guys, what the fuck, guys, is it like a simulation, or? Am Ende des Tages bleibt mir immer nur noch eine Sache und die heißt, jeder nur so, wie er kann. Du wusstest nicht, dass ihr euch kennt, oder? Doch, aber kennst du das nicht auf Partys? Aber wir hatten so ein, zwei, wo ich dachte, das könnte verpasst sein. Also ich glaube, die in dem blauen Outfit. Ja? Haben wir blauen Outfit, ne? Ja. Ihr habt ihn verstanden. Sag mal, Aschkim. Kelvin hat 8 Frauen in die zweite Runde gewählt. Bei dem Picknick lernt er sie genauer kennen und nimmt 3 von ihnen in die finale Runde. Ins Bett. Na? Hallo, na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, ich habe gesehen, du hast den Kuchen schon gegessen. Hat er geschmeckt? Ich habe noch nicht gegessen. Soll ich dir mal ein Stück geben? Soll ich dir mal ein Stück geben? Ja, dabei. Okay. Du musst den auch probieren, ne? Ich will erst. Sag mal, hat eigentlich sie hier? Ich habe nur mal. Soll ich dir mal ein Stück geben? Soll ich dir mal Hat sie, Selina,
Hat sie schon überhaupt ein Wort gesagt? Ja, ja, da war ich aber. Du musst den auch probieren, ne? Ich will erst, dass du den probierst. Ja. Und jetzt will ich ihn von dir bekommen. Derselben, Gabi? Ich hab da kein Problem mit. Nee, klar. Boah, wie in der Werbung so abgewissen hast du. Ich schwöre. Lecker. Schön, oder? Mhm. Geil. Du warst noch nie im Reality oder so. Du kommst ja nicht so bekannt vor. Nein. Aber kennen wir uns? Ich würde gerne. Wo würdest du am liebsten hinwollen? Are You The One. Ja? Mhm. Ist dein Lieblingsformat? Schon, ja. Bald kommt die neue Staffel, ne? Hab ich gesehen. Wie findest du Sophia? Mega korrekt. Cool. Ey, ich find's so krass, wie viele Leute Fernsehen gucken, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich gucke kein Fernsehen. Ich glaube, ich habe nicht mal Fernsehanschluss zu Hause. Guckt ihr wirklich viel Fernsehen? Ich schwöre, ich glaube, ich habe seit Jahren den Fernseher nicht mehr angemacht. Außer einmal, wo ich krank war im Hotelzimmer. Da habe ich den Fernseher wieder angemacht. Und habe einfach nur gemerkt, warum es absolut keinen Sinn macht, Fernsehen zu gucken. GEZ wird trotzdem abgebucht, ist es halt wirklich so. Nichts verblödet mehr als deine Streams. Ja gut, ich meine, darüber müssen wir nicht reden, Digga. Also, Digga, dieses ganze RTL-Zeug, Digga. Junge, das ist doch einfach alles nur noch zum Wegcringen, oder? Meiner Meinung nach. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, Twitch-Streams oder Inscope21-Videos sind nur noch zum Wegcringen. Ist auch völlig okay. Aber meiner Meinung nach ist genau das zum Wegcringen. Korrekt, ne? Ohne sie wäre die Staffel nicht so wie sie. Das stimmt. Ist, bevor die 30 Sekunden vorbei sind, erklär doch mal, was dein Typ ist. Mein Typ Frau? Mhm. Guckst du nicht mal Netflix? Ja, aber das ist ja kein Fernsehen. Das ist ja Netflix. Ich meine mit Fernsehen Free TV. Tatsächlich habe ich keinen Typ Frau. Oh, alles. Weil es gibt schöne Frauen mit, also schöne deutsch aussehende Frauen, schöne orientalische Frauen. Ich finde dann eher so ausstrahlend, Charakter ist halt sehr wichtig und so, weißt du? Das ist meine Ausstrahlung, mein Charakter. Sie will auch. Ja. Sie ist pushy, ne? Ja, also auf jeden Fall top, top, top. Ich darf nur drei weiterlassen, es tut mir so leid. Ich war ja nicht ihre Freundin. Alles gut. Es tut mir so leid, aber schön, dass du alles da warst. Alles gut. Hä, die nimmt er nicht weiter? Hä? Die ist doch gesaved. Ich versteh's nicht. Melde dich mal. Mach ich. Ich glaube wirklich, das ist ja noch so wahrscheinlich sogar noch die beste von allen, oder? Der Wein war halt, das war so ein bisschen unangenehm. Was ja, sie wollte ja. Zu sehr, ne? Nein, das geht gar nicht. Was labert ihr? Ja. Lachst du mich aus? Nein, ich wollte nur, weil ich einfach Kuchen gegessen habe, heimlich. Erstmal muss ich sagen, gut, dass du meine Schwester rausgewählt hast, sonst gibt es ja Konflikte. Moment mal, was? Die ist mit ihrer Schwester hier? Bei deiner Schwester hier? Ja. Wer war denn deine Schwester? Die mit dem Ass. Aber die ist ja weg. Aber die ist ja jetzt weg. Oh, habt ihr so Konkurrenzding oder was? Nee, eigentlich gar nicht, aber... Hattet ihr schon was mit demselben Typen? Nee. Noch nie? Nee. Hast du auch Geschwister? Ja, ein Bruder. Oh, versteht euch gut? Ja. Ja? Ja. Sehr wir hatten auch schon mal was mit derselben und so. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich war Managerin im Marketingbereich und jetzt selbstständig. Als? Auch im Social Media Bereich. Management? Nee, nicht mehr. Sondern? Ja, so auch Twitch, YouTube und Co. Ach, krass. Oh. Kannst du mir so einen Job bei Twitch besorgen? Einen Job bei Twitch? Ja, du musst einfach anfangen. Ja? Ja, du hast doch schon eine Reichweite. Stimmt. Du kannst ja auch IRL-Streams machen. Aber ich bin kein Gamer, ich kann nicht. Nein, du kannst auch IRL machen. Was, IRL? Du läufst auf Malle rum und filmst dich dabei. Wie? Gibt's das schon? Ja, man muss nach Malle dafür gehen, Leute. Das ja, natürlich. Ja, jetzt hast du doch eine Idee gebracht. Haben deine ganzen Kollegen dir noch nichts davon erzählt? Das macht aber hier der Marc Eggers und so, ne? Ja, ja. Ach, die dachte ich auch? Der läuft nicht rum. Lass mich bitte raus, Alter. Kannst beides machen. Ja? Ja? Ja, geil, Alter. Jetzt hast du mich aber auf eine neue Idee gebracht. Deswegen schön, dass du da warst, aber ich kann nur drei weiterlassen. Das tut mir leid. Oh nein. Ich kann nur drei weiterlassen. Viel Erfolg noch, ne? Bis dann. Dir auch. Ciao. Ja, so Hallöchen. Dachchen. Ne? Und? Hast du heute schon gepumpt? Nee, gleich erst. Gehst du doch? Ja. Was steht heute an? Beine. Beine? Hm. Oh, steht gestern Beine. Oh. Ich hasse Beintraining. Ich liebe Beintraining. Ja. Also wenn er die jetzt weiterlässt und die erste nicht weitergelassen hat, dann steht eine Sache fest, Geschmäcker sind wirklich dann sehr unterschiedlich. Ja, aber Rücken ist, wenn du einen guten Rücken hast, bist du dabei. Wo bei? Ja, bei mir. Ach so. Ja. Habe ich guten Rücken? Checke. Warte. Ah, jetzt war Pause, glaub, hat er gewartet. Ja. Ja? Ja. V ist da oder was sagst du? Ja. Ja geil. Möchtest du einen Schuhkuchen? Nee, aber ich würde den Hugo nehmen. Hey, was? Der Hugo, Alter. Ja klar. Aber ne, nur nüchtern trainieren. Ja, natürlich. Aber so, ja, ich bin so voll das Fitness-Girl, dann gib mal den Hugo rüber. Aber schön, dass du hier bist. Ich stoß mit dir an. Freut mich. Ja, voll. Ja, gehst du oft feiern und so? Ja. Gehst du oft feiern und so? Gerade noch mal gerettet, Digga. Wo? Ballermann in Mülheim. Och, ja. Warst du da, als ich da war? Nee, leider nicht, ich hatte Nachtdienst. Ja, Ballermann Mülheim ist ein geiler Laden. Ja,
Ja, geht, ne? Ich muss leider Schluss machen, die sagen mich von außen. Ist okay. Es tut mir leid, nimm den Hugo mit, aber ich muss leider nein sagen, ich darf nur drei Leute weiterlassen. Ist okay, mein Herr. Was? Ja, aber die haben doch geweint. Er hat so ein riesen intimes Gespräch und das wird, als würden die heiraten. Ja, er hat sich ja schon längst entschieden, welche er weiterlässt. Da sagt er nein. Ich glaube, der will gar keinen guten Charakter. Der will nur den Kuchen essen. Der knallt sich den Apple Pie rein, Alter. Der ist wirklich, der halbe Kuchen ist weg, Mann. Hi, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Kann ich dir irgendwas Leckeres zu essen oder zu... Die eine Aschkim mit A, A, A. Dann die, die als letztes da war, die wirklich extrem eigen war. Und welche noch? Eigentlich die erste. Und die erste hätte man dann nehmen müssen. Aber er macht's irgendwie anders. Gern so einen Keks. So einen? Nein, doch lieber so eine Weintraube. Ach so. Warte, komm her. Ah ja, genau. Und die, die er schon hatte. Ja, klar, die drei. Die wird er ins Finale lassen. So. Oh, Gentleman. Ja. Normal. Willst du einen Hugo? Raufen? Fiesel. Wollen wir uns nicht über unterhalten? Ja, nee, ich wollte erst nur höflich sein, das ist okay, alles. Okay, dann machen wir mir einen Hugo. Ja, okay. Du kommst aus Bielefeld. Genau. Bielefeld gibt's gar nicht, habe ich gehört. Ja. Ich bin ja öfters hier, also ist ja meine zweite Heimat sozusagen. Ja, Köln? Ja. Was machst du denn nochmal hier? Drehen. TV. Was denn? Ich bin ja aus der Medienbranche. Aber was machst du denn genau? Eigentlich alles. Also ich mache Filmregie, ich bin Videografin, ich bin vor der Kamera. Ich bin Werbemodel. Ich bin vor und hinter der Kamera, genau. Ach, krass. Ja, für verschiedene Brands. Für? Und zum Beispiel, also ich mache viel für Kataloge. Ich mach, so unterwegs wahrscheinlich? Nein, ach, gar so. Nicht. Okay, nein, sorry. Schon seriös. Und Dating-Geschichten? Habe ich gemacht. Was denn? Take me out. Wusste ich doch. Ich krieg von außen, seit die eine Minute ist um. Oh, ich darf. Seriös, oder? Und drei Leute lassen. Sei kein Arsch. Sei kein Arsch! Scheiße. Komm, du bist weiter. Leute, ich verstehe es nicht. Danke. Willst du damit sagen, dass sie hässlich ist? Nein, also guck mal, es ist unter dem Strich ein oberflächliches Format. Man wählt hier, beziehungsweise in dem Sinne ist es natürlich einfach Smalltalk, ne, wie man sich gut versteht und wie man sich optisch gefällt. Meine Reaktion auf das, was passiert, ist natürlich immer nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung, meiner persönlichen Perspektive. Kurzerhand, nein, Spaß. Also mein Geschmack wäre es jetzt nicht gewesen. Schön. Gerne. Na? Hi, wie geht's? Gut, dir? Oh, hallo. Ja, hast du schon Mist? Natürlich. Darf ich dir irgendwas anbieten? Nee, ich esse nichts, ich gehe gleich zum Training. Echt, was machst du dann? Ja, Ganzkörper, also alles Ganzkörper? Trainieren. Ja. Seit wann bist du eigentlich Single? Seit 2 Jahren. Okay. Und du? Seit Temptation Island. Ja. Ja. Richtig. Du wohnst ja in Köln alleine, richtig? Nee, ich wohne nicht alleine. Ich wohne auch mit Familie zusammen. Mit Mama und Papa? Ja, und meinem Bruder. Ach krass, ja geil. Ja, so wie du. Du haust ja mehr Sachen über mich raus als ich selber, wa? Soll ich damit aufhören? Nein, kannst du ruhig machen. Aber so die Whirlpool-Einladung hätte auch privat bleiben können. Ja, es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Im Gegenzug lade ich dich mal zum Whirlpool ein. Hast du auch einen? Ja. Was denn für einen? Wir haben so ein Swim-Spa mit Pool, Whirlpool und Beheizbar und alles. Was hat die? Du lernst ja auch deine Eltern direkt kennen. Ja, oder lernst du dich einfach in den Sturm fahren? Oh mein Gott, da ist mir neulich eine Story eingefallen. Die ist halt mir so entgangen, die Story. Aber es ist so krass, ich muss euch das kurz erzählen. Ich hatte einmal ein Date mit einer Frau. Da war ich noch jünger. Und die hat gesagt, ja, ich kann halt vorbeikommen abends. Ne? Und die war aber ein bisschen weiter weg, so 300 Kilometer ungefähr. Okay. Dann fahre ich da so hin abends und denke halt so, ja, geil, jetzt geht's halt gleich voll ab. Ne? Und es wird richtig nice und so. Was sie mir allerdings nicht erzählte, war, dass sie halt zu Hause noch wohnt, bei ihren Eltern. Und dann klingel ich da halt sozusagen. Dann geht halt die Tür auf. Aber die Tür wurde mir nicht von ihr aufgemacht, sondern halt von ihrer Mutter. Und dann ging es halt erstmal los. Dann wurde mir erstmal ganz kurzerhand Abendessen angeboten. Ja, willst du was mitessen und so? Und ich so, Digga, what the fuck is happening? Und dann habe ich einfach gedacht, ich werde mal ganz entspannt den Bangerino machen. Und dann wurde ich einfach zum Abendessen entzwiebelt. Ey, das war so unangenehm. Ich könnte es gar nicht erklären, wie krass das war. Natürlich habe ich habe trotzdem dann dort halt irgendwie genächtigt, ne? Und es einfach, ich sage euch wirklich, mir ist es neulich erst wieder eingefallen, wie unfassbar
unangenehm diese Situation war und dass ich auch wirklich durchgezogen habe. Ich war echt, also wirklich, es war echt heftig. Teuers. Ich habe nie sturmfrei. Nee. Meine Eltern sind immer zu Hause. Sind Sie nicht im Urlaub dieses Jahr? Wir waren schon im Urlaub. Ja, dann sehen wir uns doch sowieso. Dann sehen wir uns doch sowieso. Deine Eltern sind nie zu Hause. Hey, mega. Nice. Dann komme ich erst recht vorbei. Wir sehen uns ja sowieso. Ja, hör mal. Ja, schlagt euch ja her. Ja. Da gebe ich zwei anderen Mädels die Chance, hier noch weiterzukommen und wir sehen uns sowieso. Okay. Ist das alles cool, klar? Ja, können wir so machen. Jetzt kommt die mit dem Blauen. Ja! Ja, 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 legt sich das schon hin. So diese ja, das muss die mit dem Blauen sein. Oh, der blickt mit dem Blauen! Hi! Ihr müsst immer wissen, wenn Marc so macht, okay? Danach macht er so, also der Move geht so. Man freut sich, dann macht man so, dann reibt man so und dann quetscht man die Hände so nach vorne. Wenn Marc das macht, wisst ihr, Marc ist im Modus. Wie geht's? Gut, und dir? Gut, und dir? Und jetzt hoffe ich auf eine richtig geile, sympathische Lache. Oh. Willst du, Hugo, trinken ein bisschen Alkohol? Ja, aber ist hier sauber? Der, ich hab neu eingestellt, ja. Die sind alle jede Runde neu. Ja, komm. Ich hab extra schon mal eingestellt, weil ich dachte, damit wir stoßen auf jeden Fall an. Ja? Ja, auf was denn? Auf uns. Ach so. Ja, natürlich. Auf Digga, Digga. Ey, ist das eine richtige Aufgabe? Ja, siehst du. Ja, wo gehst du am liebsten essen in Köln, Döner? Kolbstraße. Kolbstraße? Geil, ne? Ja. Da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Ja. Wo gehst du am liebsten Urlaub machen in Türkei? Aşkım? Antalya. Antalya? Canım. Du kannst richtig krass türkisch so gut reden, so, ne? Ja. Magst du kuscheln? Ja. Sehr? Ja. Ich auch, ich schwöre. Oh, er findet die so gut. Können wir vielleicht testen. Ja, gerne. Dann kuscheln wir bald. Haben wir uns verabredet. Erst Döner essen, dann kuscheln. Ja, und dann? Was du willst. Reinspazieren. Reinspazieren. Ach so. Bro. Verstanden. Ach so, am Reinspazieren. Ja. Ach so. Was hast du denn verstanden? Reinspazieren. Ach so. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber kann auch zweideutig sein, ja. Das war sehr zweideutig. Haustiere? Ja. Was für ein? Ein Hund. Welchen? Chihuahua Pinscher. Wie heißt er? Diva. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, die ist nicht bezahlt. Nein, ist sie nicht. Würdest du gern weiter? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Digga, das Mike übersteuert deswegen sogar. Ja. Ist das ja. Ist das ja. Nein, die ist nicht bezahlt. Nein, ist sie nicht. Würdest du gern weiterkommen? Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Boah, mir wird langsam heiß. Mir auch. Apropos heiß. Apropos heiß, sie ist da. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Bitte. Hugo? Hugo. Was trinkst du sonst so? Champagner. Oh, gehst du auch so auf Yacht und so? Ab und zu. Hast du nicht gehört, dass er sagt Dubai und so am Anfang, ne? Gehst du gerne mal. Was geht so in Dubai? Wie ist die Lage? Gut. Ja? Zu warm. Macht Spaß? Cheers. Macht blau, ne? Schön, dass du hier bist. Nur, legst du viel Wert auf Familie und so? Ja. Ja? Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Eins. Cool. Und Haustiere? Auch. Was denn? Ein Hund. Was für ein? Pomeranian. Und wie heißt der? Maya Moncler. Maya Moncler. Geil. Ja, stimmt, deine Hobbys sind ja auch Tanzen und so, ne? Leidenschaftlich, ab und zu. Leidenschaftlich. Mhm. Du hast. Kannst du mir eine Einlage geben? Was willst du sehen? Twerken? Ein bisschen. Bisschen? Ein bisschen. Geil. Was? Echt? Geil. Ja, läuft. Du bist weiter. Okay. Ich habe eine Freundin, ich habe Augen zugemacht. Hallo? Oh, hi. Hi. Scheiße, ich hab dich. Hey, jetzt hat er ja schon drei weitergelassen. Ist ja jetzt klar, dass die raus ist, oder? Gedacht, wir wären jetzt schon durch. Ja, und das war ja echt, da wirklich ist für mich meine Familie. Ach nee, danke. Ja? Ja, nee, du hast mich vergessen. Fuck. Machst du ein Stück Kuchen? Ach nee, danke. Ey, der ist voll. Mir ist der Appetit vergangen. Ehrlich, wieso? Wir bin jetzt raus. Scheiße, ey. Aber
man ein Hugo? Nee, danke, ich bin ein bisschen erkältet. Echt? Mhm. Scheiße, tschüss. Ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ach, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Du hast ja drei gute ausgewählt, die passen zu dir. Findest ich glaube, ich bin eh ein bisschen zu jung für dich. Wie alt bist du denn? 23. Ach so, ja. Das ist ja noch im Rahmen. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie 18 oder so. Mhm. Wie alt war dein letzter Ex-Freund? Ich hatte keinen. Oh, jetzt auf unangenehm noch das Gespräch auferhalten, oder? Hast du noch nie einen Freund gehabt? Nee, ich habe keinen Ex-Freund. Warst du noch nie in einer Beziehung? Mhm. Wieso? Weiß nicht, war nie der Passende da. Ehrlich? Mhm. Kann das? Ja. Er hat no joke die drei schlechtesten gewählt. Ja, Florian, guck mal, ich glaube, der Geschmack von dem jungen Herrn, der hier die Show führt, ist, glaube ich, ein wenig anders als der Geschmack jetzt von zum Beispiel dir oder von mir. Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Ansprüche. Welche denn? Ja, also ich achte eigentlich hauptsächlich so auf Humor, auf wie diese Person mit anderen Leuten umgeht, wie sie mit meiner Familie harmonieren. Ja, das ist auch richtig so. Finde ich gut. Ja. Scheiße, Alter, jetzt ärgere ich mich. Ja, alles klar. Ansonsten, pass auf dich auf. Mhm. Danke, doch. Ja, und wenn du mal keine Beziehung hast, sagst du Bescheid. Ja, mache ich vielleicht. Okay, das hat mich gefreut. Ciao. Ciao. Wer ist euer Favorit denn für mich? Boah, Bro. Doch, ihr Blau. Also, Blau. Blau. Safe, ihr safe, safe. Ehrlich? Ja. Ja. Wir dachten, ihr seid verliebt, Digga. Wir haben das für eine Schauspielerin. Digga, wir haben gedacht, dass ihr wirklich ein Paar sein könnt. Ja, ja, ja. Digga, also man hat das Gefühl, wirklich, der Vibe ist so da. Nächstes Jahr Temptation Island. Seid ihr da? Ihr zwei, Digga, als Paar. Wirklich jetzt. Ja, ehrlich? For real. Wir haben ganze Zeit gelacht. Ihr habt ganze Zeit gesagt, Aber du kennst sie nicht, oder wie? Nee. Nee? Und was ist dein Favorit? Was sagst du? Ich gucke jetzt letzte Runde, Alter, im Bett. Ist normal. Wer am besten im Bett ist. Oh! Okay. Also, ja, okay. Man muss geht voll ran, let's go! Hol sie dir! Hi! Na? Komm her! Ist das schon heiß, oder? Was sagst du? Nein, Spaß! Das geht. Ich frag, ob du schon heiß bist. Ja, na klar, und du? Ja, du sowieso, ne? Ja. Ja. Da brauchst du mal ein bisschen Platz? Das ist irgendwie doof, ja, ne? Das ist voll unbequem irgendwie. Ja, alles gut so. Ja, also ich stand normalerweise ziehe ich immer meine Schuhe aus dem Bett, weißt du? Okay. Worauf stehst du denn so im Bett? Wild, abwechslungsreich. Ja? Ja. Echt? Ja. Wie stehst du zum Küssen beim ersten Date? Das kann man machen, wenn es passt. Okay. Was? Küssen beim ersten Date? Was ist deine Lieblingsaugenfarbe bei Männern? Blau. Nein, wirklich jetzt. Ja? Ohne Spaß, ja. Magst du blaue Augen? Ja. Okay, krass. Aber die Kreuzfahrt durch die Karibik mache ich jetzt auch noch. Kreuzfahrt durch die Karibik? Das ist mein nächstes Ziel. Ja, krass, Mann. Ein Helm mit Schiffe. Was war das für ein Themenswitch? Ich gehe nur auf Partyboot. Hey, die haben auch Partys da oben im Deck. Ja, ich bin einmal nach Bahamas damit gefahren. Das war mega cool. Partys, trinken, Pool. Oh. Echt? Ja. Genau dein Ding? Ja, voll. Meinst du auch? Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Mhm. Ich weiß schon, dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Warum? Habe ich so ein Gefühl? Ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht überrascht du mich ja. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Oh, es wird spannend. Wow, ey, die Episode heute gibt mir wirklich den absoluten Rest, Digga. Onkel Johann und Marinus, danke euch für die Abos. Hey. Auf dich hab ich ja schon gewartet. Jahrelang oder nur für den Moment? Mein ganzes Leben lang schon. Wie geht's, alles klar? Boah, Digga, was geht denn jetzt ab? Ja, klar. Kuschelst du gerne? Ja. Ich auch, ich mag das, ich liebe das. Ich liebe dich in deinen Arm, was willst du noch? Ja, krass. Worauf stehst du so im Bett? Wir sind verliebt, wir sind in love, Mann. Wir sind schon als Party angekommen. Muss ich das sagen hier? Nein, musst nicht. Ich wollte nur fragen, weil wir sind im Bett und deswegen ergibt sich die Frage so einfach, weißt du? Auf was ich stehe? Ja. Auf alles. Alles? Ja, alles ist gut, ne? Ja. Und guck mal, stell dir mal vor, du hast dein absolutes Traumdate, ne? Wie sieht dein absolutes Traumdate aus? Mit dir irgendwo am Strand liegen. Am Strand liegen? Ja. Tags oder abends? Beides. Ja, wann warst du denn zuletzt am Strand? Ich war voll Ewigkeiten nicht mehr am Strand. Ich muss unbedingt wieder am Strand. Sollen wir zusammen? Wann denn? Demnächst? Ja, können wir machen, ja. Wo denn? Wohin denn? Ich weiß nicht. Na, Goldstrand. Boah, Digga!
Junge, Junge, Junge. Je lauter und intensiver die lacht, desto länger werden die Pausen zwischen den A's, Digga. Das ist schon wirklich mehrere Leerzeichen zwischen den A's. Ja, wäre ich dabei. Ich auch. Ja? Ist ja eigentlich nicht warm in diesem Teil hier? Ja, schon. Das, achso, ja. So war das jetzt nicht gemeint, ich schwöre. Ja, krass. Und wenn du einen Wunsch frei hättest in deinem Leben, welcher wäre das? Einfach mit dir. Ja. Chill mal, Digga, was passiert denn da? Wahrscheinlich wird da gleich noch der ein oder andere Heiratsantrag gemacht. Wie, einfach mit mir? Mit dir sein. Ehrlich? Ja. Oder bist du schon flachsen? Nein. Nein. Nee, ehrlich? Ja. Boah, krass. Voll süß, Alter. Echt? Krass. Und kennst, guckst du auch so YouTube und so manchmal? So dich. Okay, gut. Nur noch mich gucken. Ja. Okay, Aschkim? Tamam, canım. Ich muss leider Schluss machen. Noch nö. Oh, doch. Das war mal kurz. Das war kurz, ne? Ja. Aber, ja, wir sehen uns ja wieder. Ja? Na klar. Wir gehen noch Dings essen. Jetzt. Döner. Tamam, okay. Oh! Okay. Ja, okay, dann gleich habe ich die Entscheidung, ne? Ja. Und dann okay. Okay. Tschüss. Ja. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, klar. Magst du auch ein bisschen chillen? Ja, aber es ist zu warm zu kuscheln. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Das Ding ist cool, ja. Das geil, ja. Bist du eher Beziehungstyp oder so? Single Gun. Ich war tatsächlich immer in einer Beziehung. Ich bin seit 2 Jahren das erste Mal Single. Echt? Stück. Ja. Oh, krass. Ich war auch verheiratet. Ehrlich? Ganz früh geheiratet. Wie viel? Ja, mit 18 geheiratet damals. Tschüss. Mit 21 Mama geworden. Boah, aber da warst du richtig früh alles, ne? 18 geheiratet. War das in Deutschland, oder? Hey, Sergen, halt's mal. Das ist mein Landsmann. Ach so. Ja. Ja, krass. Aber, ja, geil. Also, ach so, Entschuldigung. Sag mir das auch. Sorry, ich. Wenn du. Worauf schießt du so? Ja, Digga, die Stimmung ist ja da komplett raus. Also, nach dem, was da davor passiert ist, brauchen wir hier nicht mehr reden, Leute. Im Bett. Ich bin dominant. Boah. Also, ich setze mich dann auf dein Gesicht und ich entscheide, wie lange ich da sitze. Yo, what the fuck? Okay, das ist eine Ansage, Alter. Ich. Hab mich gefreut, dass du hier bist. Hier immer noch warst. Am Ende habe ich eine Entscheidung. Und ich werde mir das jetzt alles nur durch den Kopf gelassen und dann gucken wir mal. Okay. Okay. Ciao. Ciao. Ja, jetzt gehen wir rüber und wir schauen mal, wie sich entscheidet. Let's go. Okay, was sagst du? Wie lief's? Ich fand lief okay, ne? Lief Bro, gut. Du hast da abgerissen. Das haben wir noch nie gesehen so. Das haben wir noch nie gesehen. Was denn? Dass dir so viel los war auf einmal. Eine tanzt, du bist da was am Küssen und so. Ja. Stabil. Ja, man muss ja mal gucken, ne? Ja, hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Waren also alles 3 Top-Mädels. Na klar, sagen. Alle 15 waren top. Alle 15 waren. Das sowieso. Alle 15, ne? Top-Mädels auf jeden Fall. Ja. Super, super, super. Die 3 speziellen auch nochmal. Wollen wir sie nochmal kurz reinholen? Ja, gerne. Okay, kommt nochmal kurz rein, Ladies. Du musst dich jetzt entscheiden, ne? Oh. So auch optisch komplett verschieden, ne? Ganz unterschiedlich. Deswegen, deswegen kann ich mich festlegen, ne? Ich finde sowas, so verschiedene Arten Frauen toll, ja? Ne? Aber wo war jetzt der Vibe am meisten? Ja, wenn ich, soll ich mich jetzt entscheiden? Im besten Fall entscheidest du dich jetzt, es wird jetzt so passieren, du entscheidest dich und wir gehen einfach, wir gehen. Ihr bleibt hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir gehen dann. Ja? Ja. Also, ich glaube am besten gevibed hat es mit Selina in Blau. Mit Aschkim! Alles andere. Setzt euch hin, macht euch eine schöne Zeit. Das war's wieder mal von der Folge von 15 Versus. Diesmal gegen Calvin Klein. Und wenn ihr Bock dabei habt zu sein, checkt unbedingt mal den Link in den Kommentaren aus. Da ist ein Google Docs, könnt ihr euch eintragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Viel Spaß da hinten, ne? Zum Abschluss gab's das nochmal ganz kurz. Ey, ganz kurz, eine Sache will ich ganz kurz dazu sagen, ne? Weil ich glaube, viele Leute, die sich das vielleicht reinziehen, denken auch so, oh, das ist ja so oberflächlich, auch wenn man da lacht oder keine Ahnung, so denkt, oh, was kommt da für Mädels? Ist natürlich alles eine oberflächliche Einschätzung. Unterm Strich, jede von den Mädels haben bestimmt einen super Charakter, sind bestimmt super nett auf ihre eigene Art und Weise. Es ist ein oberflächliches Format, was auch mit Spaß betrachtet werden muss. Als kleiner Disclaimer, den man hier nochmal hinzufügen muss. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Aber wir wissen es ja alle selber, ne? Muss man ja eigentlich nicht dazu sagen, aber wir sagen es sicherheitshalber mal, ja? She loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, said she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.